Ich war in einer echten Raketenfabrik, und zwar beim kapitalstärksten New Space Unternehmen der EU. Dieser Aerospace hat seine Pforten in Ottobrunn bei München für Marschroniken geöffnet. Dort habe ich einen ganzen Tag mit Moritz, Micha, Thorsten und Chris verbracht, wo wir Raketenhardware anfassen und mit Raketeningenieuren reden durften. Wir wurden bis ins hinterste Eck der Fabrik geführt und konnten uns währenddessen unsere Fragen beantworten lassen. Dieser Aerospace ist gerade auf dem Weg, der dominante Player in Europa zu werden. Und das Versagen der Vega C, aber auch das Versagen von Astra und einigen anderen New Space Startups spielt ihnen hier genau in die Karten. Auch wenn das von offizieller Seite so nicht kommuniziert wird. Die heutige Ausgabe ist in freundlicher Zusammenarbeit mit Flexispot entstanden. Dazu später mehr. Ich habe schon einige Male sowohl über ESA Aerospace als auch über andere New Space Unternehmen berichtet. Diese Videos verlinke ich dir unten in der Videobeschreibung natürlich. Ich hatte auch schon den ESA CEO Daniel Metzler hier zu Gast. Jetzt gibt es aber wieder Neuigkeiten, denn ESA Aerospace steht ganz kurz vor dem Jungfernflug ihrer Spectrum. Dafür haben sie Anfang November ihre orbitale Startanlage in Andøya in Norwegen eröffnet. Für die Eröffnung war der norwegische Kronprinz Haakon vor Ort. Auf dem Bildmaterial ist die Startanlage selbst nicht oder nur zensiert zu sehen, da sie als Teil der kritischen europäischen Infrastruktur zählt. Witzigerweise ist Norwegen ja nicht in der EU, aber mit Deutschland in der NATO, und da die Lage gerade etwas brisant ist, will man es hier niemandem zu einfach machen. Das ist nämlich die einzige orbitale Startanlage auf dem europäischen Festland. Außerdem befindet sich ja ESA Aerospace gerade in einem Kopf-an-Kopf-Rennen mit rund einem Dutzend europäischer und noch mehr internationaler Launcher. Und hier will man sich natürlich auch nicht in die Karten blicken lassen. Wir haben schon am Anfang gehört, dass sie im März 2023 in der Series C Finanzierungsrunde zum zweiten Mal 155 Millionen Euro eingesammelt haben. Das, nachdem sie in der Series B die gleiche Summe aufgestellt hatten. Nicht zu vernachlässigen sind auch die 10 Millionen Euro des Innovationsrates der Europäischen Kommission. Das hört sich im ersten Moment super an. Aber heute schauen wir uns die Vor- und Nachteile von solchen Finanzierungsrunden an. Tja, 155 oder 310, 320 Millionen Euro haben nicht nur Vor-, sondern auch Nachteile. Zunächst stellt sich jedoch die Frage, wie es ESA geschafft hat, in wirtschaftlich turbulenten Zeiten so viel Kapital einzusammeln. Nun, das hängt nicht zuletzt auch damit zusammen, dass sie es geschafft haben, alle Starts der ersten Betriebsjahre zu verkaufen, bevor auch nur eine einzige Rakete abgehoben ist. Großes Vertrauen seitens der Kunden schafft großes Vertrauen bei den Investoren. Dieses Spiel scheint ESA Aerospace durchgespielt zu haben. Dieses Geld haben sie klugerweise vor dem Jungfernflug eingesammelt, da die Wahrscheinlichkeit, dass dieser fehlschlägt, nicht null ist. Das gibt ihnen Luft für mindestens zwei oder drei weitere Starts. Investoren ihrerseits sind keine Wohltäter, sondern Geschäftsleute. Und was machen Geschäftsleute? Genau, sie suchen den Gewinn. Exakt dieser Punkt ist es aber auch, der uns zur Problematik der Lage bringt. Denn Investoren kennen sich oft gut mit Steuern, Rechnungswesen und Betriebswirtschaft aus, haben aber in der Regel wenig bis keine Ahnung von der Materie selbst. In diesem Fall Raketen und die ganze Branche drumherum. Trotz ihrer Ahnungslosigkeit nutzen Investoren ihre Investments, um in das Management der Unternehmen einzugreifen, in das sie investiert haben. Da gibt es verschiedene Modelle. Ich habe Daniel Metzler gefragt, wie das bei Ihnen so läuft. Wie viel Einfluss die Investoren jetzt auf das Tagesgeschäft haben? Weil eigentlich ist die Stärke solcher Unternehmen, dass sie flache Hierarchien haben und somit enorm agil arbeiten können. Ich glaube, wir haben selber einfach sehr, sehr stark unsere Vision letztlich auch ausgemalt, wo wir hin wollen mit dieser Aerospace von Anfang an. Wir haben uns da auch nicht von Investoren in eine Richtung drücken lassen. So als kleines Beispiel, ganz am Anfang sind die ersten Investoren gekommen und haben gesagt, ja, man wollte nicht eine suborbitale Rakete bauen, so als ersten quasi Demonstrator, um eben Meilensteine zu haben, um dann künftig quasi das wiederum als Meilenstein zu nutzen für die nächsten Finanzierungsrunden. Und da haben wir gesagt, das wollen wir spezifisch nicht machen, weil es uns einfach nicht näher an den orbitalen Launch bringt, sondern das wäre rein eine Ablenkung gewesen. Also, ESA hat es zumindest in der Vergangenheit geschafft, zu vorsichtigen Investoren klarzumachen, dass sie salopp gesagt erst einmal die Kohle rüberwachsen lassen und sich nicht einmischen sollen. Daniel Metzler meint auch noch, dass ESA durchaus auch in der Lage ist, sich auszusuchen, mit welchen Investoren sie Gespräche führen. Das ist eine starke Position. Dennoch gibt es hier ein weiteres großes Problem.
ISA ist aus einer Vision heraus entstanden. Und damit eine Vision bis zum Ende durchdekliniert werden kann, braucht es den Visionär an vorderster Front. In unserer modernen Welt haben sich gewisse Strukturen und Ökosysteme etabliert, die Rahmenbedingungen für solche Vorhaben bilden. Also Unternehmen, Staaten, Steuersysteme, Förderungen, Investoren etc. pp. Je mehr Geld man einsammelt, desto mehr Einfluss gibt man auch her. Denn letzten Endes gibt es Abstimmungen bei kritischen und wegweisenden Entscheidungen. Und die Stimmen werden nach den Anteilen gewichtet. Ich habe leider keinen Zugriff auf die Gründungsdokumente und die Eigentumsverhältnisse. Und dieser Aerospace redet auch nicht so gern darüber. Es gibt auch noch keine offizielle Angabe zur Unternehmensbewertung und ich habe es auch leider nicht aus Daniel herauskitzeln können. Es gibt gute Gründe, solche Sachen geheim zu halten, solange es geht. Das ist beispielsweise ein Vorteil von privaten Unternehmen gegenüber öffentlich gehandelten Unternehmen. Sie müssen ihre Bücher nicht offenlegen. Und genau dieses Recht nutzt ISA im Moment noch. Dennoch werden wir anhand der Informationen, die uns zur Verfügung stehen, ansehen, wie die ISA-Unternehmensanteile verteilt sind bzw. sein könnten. Damit wir mit der Spekulation beginnen können, musst du vorher noch ein paar andere Sachen wissen. Vergleichbare Unternehmen sind zum Beispiel Rocket Lab oder Relativity Space. Beide setzen ganz stark auf 3D-Druck für ihre Raketentechnologie. Genau wie ISA. Rocket Lab hat in 7 Finanzierungsrunden etwas mehr als 710 Millionen US-Dollar eingesammelt. Da sie an der Börse gehandelt werden, wissen wir sogar, dass sie mit einer Gewinnmarge von minus 70% arbeiten und einen negativen Cashflow haben. Dennoch waren sie Anfang Oktober 2023 mit über 2,2 Milliarden US-Dollar bewertet. Sie waren im Juni 2021 zwischenzeitlich mit dem Vierfachen bewertet, also fast 9 Milliarden. Relativity Space hat in 8 Finanzierungsrunden 1,3 Milliarden US-Dollar, also fast das Doppelte von Rocket Lab eingesammelt. Mit dem großen Unterschied, dass Rocket Lab seit 2018 regelmäßig zum größten Teil erfolgreich startet und Relativity nur einen teilweise erfolgreichen Start ihrer Terran-1-Rakete vorzuweisen hat. Trotzdem ist Relativity Space aktuell doppelt so hoch bewertet wie Rocket Lab. Genauer gesagt sind sie nach der letzten Finanzierungsrunde rund 4,2 Milliarden US-Dollar wert. Es gibt gute Gründe dafür, aber unser Thema heute ist ISA Aerospace, deswegen behandeln wir das in einem anderen Video genauer. Zu Relativity und Rocket Lab habe ich eigene Videos produziert, die findest du unten in der Videobeschreibung natürlich. Also, Rocket Lab ist 2,2 und Relativity ist 4,2 Milliarden wert. Ich schätze, dass ISA Aerospace spätestens nach dem Jungfernflug ihrer Spectrum auch ähnlich wie diese beiden bewertet sein wird. Was das alles bedeutet, klären wir gleich. Vorher habe ich noch einen ganz besonderen Gruß von unserem Sponsor für diese Ausgabe, Flexispot. Wenn du wie ich viel Zeit am Schreibtisch verbringst, kennst du vielleicht das Problem von Rückenschmerzen, Nackenverspannungen, Knie- und Hüftproblemen nach einem langen Arbeitstag. Aber ich habe eine Lösung gefunden, die meine Arbeitstage verändert hat. Höhenverstellbare Stehtische von Flexispot. Flexispot ist ein Unternehmen, das sich auf ergonomische Büromöbel spezialisiert hat und 100% recycelbare Materialien verwendet. Mit über 10 Millionen zufriedenen Kunden weltweit haben sie bewiesen, dass sie die Bedürfnisse von Menschen verstehen, die nach einer besseren Arbeitsumgebung suchen. Diese Stehtische ermöglichen es dir, die Höhe deines Arbeitsplatzes anzupassen, sodass du zwischen Sitzen und Stehen wechseln kannst, um die Belastung deines Rückens, Nackens und anderer Gelenke zu reduzieren. Damit arbeitest du nicht nur produktiver, sondern auch gesünder. Aber das Beste daran ist, dass Flexispot gerade zu Black Friday wahnsinnig tolle Angebote bereithält. Zum Beispiel kannst du dir zwischen 24. und 27. November unglaubliche 300 Euro sparen. Verpasse nicht die Gelegenheit, deinen Arbeitsplatz zu verbessern und deine Gesundheit zu fördern. Klicke einfach auf den Link in der Videobeschreibung, um dieses Angebot zu nutzen. Dein Körper und deine Produktivität werden es dir danken. Vielen Dank an Flexispot für die Unterstützung von Mars Chroniken. Ein wichtiger Punkt, der den Wert eines Unternehmens bestimmt, sind die gesicherten Verträge bzw. Aufträge. Wie wir vorhin gehört haben, hat ISA prall gefüllte Auftragsbücher, was mich glauben lässt, dass sie nach der Aufnahme eines regulären Betriebes weit wertvoller sein werden als Relativity. Es geht nämlich um die Volumina und die Kontinuität der Aufträge. Und hier hat sich ISA richtig klug aufgestellt. Sowohl die Produktion als auch der Kundenkatalog sind so ausgelegt, dass sie nach dem anfänglichen Gestotter eine Rakete pro Woche bauen und starten können. Mit dieser hohen, angepeilten Startkadenz und ihrer Technologie denke ich, dass eine Bewertung zwischen 2,5 und 4 Milliarden Euro
durchaus möglich und realistisch ist. Zumindest am Anfang, später sogar wesentlich mehr. Denn sie haben nicht nur volle Auftragsbücher, sondern auch enorm viel geistiges Eigentum. Wir hören später mehr darüber. Daniel Metzler, der CEO, Josef Fleischmann, der COO und Markus Brandl, der Head of Combustion, haben das Unternehmen 2018 gegründet. Nehmen wir einfach an, dass sie damals alle Anteile gleichmäßig auf die drei Mitgründer verteilt haben. Also sagen wir, sie hatten 33,3% pro Person. Oft werden in den Anfängen von Startups neue Teammitglieder mit Unternehmensanteilen gelockt. Also sagen wir, dass sie so ungefähr 10% verteilt haben. Seither hat es 4 Finanzierungsrunden gegeben, bei denen insgesamt 15 Investoren eingestiegen sind. Diese haben gemeinsam insgesamt 330 Millionen Euro in ISA investiert und werden dafür auch Anteile zugesichert bekommen haben. Peter Beck hat Rocket Lab alleine gegründet, hatte also am ersten Tag 100% der Firma inne, besitzt jetzt allerdings nur mehr 13,1% von Rocket Lab. Das ist nicht mehr besonders viel. In absoluten Zahlen entspricht das schon noch etwa 530 Millionen Euro, aber bei strategischen Abstimmungen kann er überstimmt werden. Klar, bei ISA sind auch Investoren mit an Bord, die mehr von der Branche verstehen als gewöhnliche Geldgeber. Zum Beispiel investiert der ehemalige SpaceX Vice President Bülent Altan in ISA. Ich vergleiche neue Investoren mit Wasser in der Suppe. Die richtige Menge macht es aus. Zu viel Wasser und die Suppe verwässert. Mit der Suppe ist natürlich die Vision eines Unternehmens gemeint. Investoren haben es nämlich schon drauf, Jungunternehmen jeden Idealismus und jede Vision auszutreiben, da sie oft eher die kurzfristigen Gewinne und nicht die langfristige Vision im Blick haben. Worauf ich damit hinaus will, ist, dass ich mir wünsche, dass ISA nach den ersten Starts bald den regulären Betrieb aufnehmen kann. So wären sie nicht auf weitere Investitionen angewiesen und müssten nicht noch mehr Kontrolle in die Hände von Geldgebern legen, sondern könnten sich mit ihren Umsätzen über Wasser halten. Wenn wir jetzt davon ausgehen, dass ISA Aerospace etwa 3,2 Milliarden Euro wert ist, dann müssten die 330 Millionen etwa 10,3% entsprechen. In diesem Fall würden sich die drei Gründer knappe 80% teilen. Also bleiben für jeden etwa 26,6% übrig. Ich habe aber von einem Brancheninsider gehört, dass die Mitgründer gar nicht mehr so viele Anteile haben. Wenn ISA also 1,5 Milliarden Euro wert wäre, dann würden die 330 Millionen 15% entsprechen. Also hätte jeder Mitgründer jetzt nur mehr 25% des Unternehmens inne. Und wenn ISA 660 Millionen Euro wert wäre, dann wären wir wieder bei den Rocket Lab Verhältnissen und jedes Gründungsmitglied hätte nur mehr 13,3% des Unternehmens. Ich habe euch auf Twitter bzw. X gefragt, und die meisten meinen, dass ISA zwischen 360 und 600 Millionen Euro wert ist. Dementsprechend hätte ISA schon die Hälfte bis mehr als 100% des Unternehmens verkauft. Jetzt drängt sich mir noch die Frage auf, wofür sie denn überhaupt so viel Geld brauchen. Dazu brauchst du dir nur mein B-Roll hier ansehen, dann kannst du es vielleicht schon erahnen. Sie brauchen das Geld für drei Hauptsäulen. In erster Linie natürlich das hochqualifizierte Personal muss fair bezahlt werden. Zweitens mussten all diese hochpräzisen Gerätschaften erworben werden, die notwendig sind, um Raketen in großem Stil herzustellen. Wir reden hier von CNC-Maschinen, Messgeräten und Prüfständen, Schweißanlagen, Reinräume, Robotiksysteme, 3D-Drucker und vielen, vielen weiteren, zum Teil ganz normalen und zum Teil ganz ausgefallenen, teuren Systemen und Maschinen. Insbesondere ihr 3D-Druckverfahren ist richtig cool. Besonders für die Herstellung der Triebwerke sind sie ganz wichtige Assets. Laut Daniel schaffen sie es im Moment, ein Triebwerk pro Woche herzustellen. Das ist SpaceX-Tempo, meine Lieben. Sie brauchen so viel Geld, weil sie all diese anfänglichen Investitionen zu tätigen haben, während sie die Start- und Testinfrastruktur errichten. In Kiruna in Schweden haben sie eine Anlage gebaut, wo sie an der Wiederverwendbarkeit ihrer Aquila-Triebwerke arbeiten. Inzwischen feuert dort beinahe täglich ein Triebwerk. Die Triebwerkstests wurden vor einigen Wochen abgeschlossen. Das bedeutet, dass das Triebwerk so weit funktioniert, dass es für einen Orbitalversuch reicht. Dazu am Ende noch Näheres. Ihre starke vertikale Integration erlaubt schnelle Iterationszyklen. Also von einem neuen Triebwerksdesign bis zum Teststand in Kiruna vergeht ein Monat. Sie stellen mittlerweile über 90% ihrer Komponenten selbst her. Dazu habe ich von Daniel eine sehr interessante Antwort erhalten. Ja, also ich würde wahrscheinlich tippen, dass wir mittlerweile wahrscheinlich eher so bei 90, vielleicht sogar leicht über 90% sind.
Das heißt, wir haben uns jetzt gerade auch in den letzten Wochen und Monaten quasi die, sagen wir, letzten strategischen Themen auch in-house geholt. Der größte Hintergrund, warum wir vertikal integriert sind, ist der, dass wir keine Abhängigkeiten haben möchten von extern. Wir haben leider über die letzten 4-5 Jahre gemerkt, dass es auch enorm viel Aufwand ist, letztlich ein großes Zuliefernetzwerk zu managen. Und da kann ich mir überlegen, stelle ich lieber Supply Chain Manager ein oder stelle ich lieber die Ingenieure ein und Ingenieurinnen, die quasi letztlich genau dieses Know-how und IP selbst generieren. Und da haben wir uns für Letzteres entschieden, eben um auch keine politische zum Beispiel Abhängigkeit zu haben. Aber bleiben wir noch kurz bei der Infrastruktur. Dieser scheint es in Skandinavien nämlich zu gefallen. Denn wie am Anfang bereits erwähnt, haben sie sich auch im norwegischen Andøya angesiedelt. Von dort werden sie das erste Mal ihr Spektrum starten. Letzter Stand der Dinge ist, dass das Design der Rakete abgeschlossen ist. Auch die Triebwerke sind soweit bereit für einen Erstflug. Nun wird die Flughardware hergestellt. Aktuelles Ziel ist es, die Rakete noch dieses Jahr auf der Startrampe in Andøya zu haben. Ob sich der Flug noch dieses Jahr ausgeht, ist aber unklar. Was aber klar ist, ist, dass sie mit Hochdruck nach vorne preschen und das, meine Lieben, gefällt mir sehr. Vorerst haben sie mal einen 20-Jahres-Vertrag mit Andøya. Dass sie sich dort angesiedelt haben, hat sehr spannende geopolitische Auswirkungen und Gründe, aber das würde den heutigen Rahmen sprengen. Wir besprechen das ein anderes Mal. Als weiterer Startplatz steht ESA auch die alte Diamant-Startrampe der französischen Raumfahrtagentur CNES zur Verfügung. Sie sind das erste private Unternehmen, das die CNES in den europäischen Raumfahrthafen in Kourou in Französisch-Guyana in Südamerika gelassen hat. Die Franzosen sind da bisher viel protektionistischer gewesen, aber ich schätze, auch sie haben das Vertrauen in die Ariane Group verloren und wollen sich für die Zukunft rüsten. Inzwischen hat auch die Rocket Factory Augsburg diesbezüglich Gespräche aufgenommen. Jedenfalls ist die Produktion und Infrastruktur wirklich so aufgebaut, dass man nach der Entwicklung in die Massenproduktion gehen kann und die gebauten Raketen dann auch starten kann. Und die dritte Säule ist das Budget für mehr Starts in der Entwicklungsphase. Denn nach einem möglichen gescheiterten Erstflug wird es sich schwieriger gestalten, an Kapital zu kommen. Daher ist es klug, sich vor dem Jungfernflug mit Kohle einzudecken. Und nur damit du den Vergleich hast, SpaceX ist mit Anfang Oktober 2023 150 Milliarden US-Dollar wert und hat in 31 Finanzierungsrunden fast 10 Milliarden US-Dollar von 85 Investoren eingesammelt. Während diese 10 Milliarden etwa 6,5% der Unternehmensbewertung entsprechen, so hat Elon Musk über die vergangenen 20 Jahre doch insgesamt 58% der Unternehmensanteile und 21% der Stimmrechte an Investoren abgetreten. Das macht ihn weniger austauschbar als ein CEO, der nur mehr 10, 20 oder 30% des Unternehmens besitzt. Und jetzt wird es richtig spannend, denn jetzt kommen wir zum Geschäftsmodell von ESA und woher sie ihre Aufträge beziehen. Wir haben schon vorher angesprochen, dass Sie sich sehr gut aufgestellt haben. Das geht von Institutionen beziehungsweise also wie die ESA zum Beispiel, die letztlich wiederum auch für Deutschland die ersten beiden Raketenstarts bei uns gekauft hat, die wir quasi in einem offenen Wettbewerb auch unter allen deutschen Small Launchern gewonnen haben. Auf der anderen Seite sind es ganz klassisch kommerzielle Kunden wie Spaceflight in den USA, also der größte Rideshare Broker der Welt, ExoTrail aus Frankreich, The Orbit aus Italien. Wir sprechen schon heute wirklich mit globalen Kunden und eben das Interessante ist, es sind nicht nur, sagen wir, klassische Raumfahrtfirmen, sondern auch viele andere Firmen drumherum, die sich gerade überlegen, ihre eigene Satellitenkonstellationen zu bauen. Das fängt bei Automotive-Playern an, das hört, ich will nicht sagen, das hört auf, aber das geht dann quasi über bis zu Agriculture-Firmen, also wirklich Landwirtschaftsunternehmen, die sich überlegen, kann ich eine eigene Satellitenkonstellation bauen? Also, da werden einige Unternehmen Konstellationen bauen, um ihre Produkte auf der Erde zu vernetzen. Und Daniel hat es schon gesagt, man braucht hier nur eins und eins zusammenzuzählen. Er redet davon, dass Automotive Player eventuell eigene Konstellationen bauen könnten. Plus, Ende Juli 2021 hat sich die Porsche SE im niedrigen einstelligen Prozentbereich an ESA Aerospace beteiligt. Wer könnte also in den nächsten Jahren damit beginnen, so eine Konstellation zu errichten? Ich weiß es nicht. Und die Landwirtschaft ist hier auch nicht zu unterschätzen. John Deere, der US-amerikanische Industriegigant, möchte 1,5 Millionen landwirtschaftliche Geräte direkt über Satelliten miteinander verbinden. Das Internet der Dinge oder die Internet of Things oder kurz IoT wird in Zukunft viel größer werden und ESA scheint schon sehr selbstbewusst zu sein.
was meiner Meinung nach darauf schließen lässt, dass sie schon sehr ausgereifte Verhandlungen, wenn nicht sogar schon sehr viele sehr gute Deals gesichert haben. Konstellationen müssen nämlich nicht nur hochgebracht, sondern auch noch instand gehalten und ersetzt werden. Unglaublich coole Aussichten für ESA Aerospace hier. Wenn dich ESA Aerospace, das deutsche Raketenstartup aus Ottobrunn bei München, mehr interessiert, dann kann ich dir mein Gespräch mit ihrem Mitgründer und CEO Daniel Metzler stark ans Herz legen. Daniel hat uns da echt coole Sachen verraten. Wenn dir das zu lang ist, dann empfehle ich dir das Video im Abspann, wo ich ganz kurz alle deutschen Raketenstartups vorstelle. Und wenn dich die Technik mehr interessiert, dann habe ich dir in der Videobeschreibung die passenden Videos von Central Starter verlinkt. Ein großer Dank geht an Tina und Juliana von ESA Aerospace. Danke für diese tolle Gelegenheit. Auch ein riesiger Dank geht an alle Supporter von Mars Chroniken. Ihr ermöglicht es mir, diese Videos hier für euch zu gestalten. Wenn du auch Teil der Mars Chroniken Supporter werden willst, dann findest du alle Infos zu Kanalmitgliedschaften und Patreon unten in der Videobeschreibung. Mein Name ist Zirwan und das war Mars Chroniken. Danke fürs Einschalten. Peraspera ad Astra.